Genau richtig entschieden. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute orakeln wir dann doch die zweite Liga. Ich habe mich tatsächlich breitschlagen lassen bzw. dazu entschieden, dass wir hier auch nochmal reingucken, weil ich das Spiel an sich einfach so mega interessant finde. Ja, ihr seht schon, ich habe mich für Hansa Rostock entschieden. Nicht, weil ich davon ausgehe, dass Hansa Rostock gewinnt, nein, vielmehr, weil Hansa Rostock tatsächlich meine Mannschaft ist. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich krasser Fan bin, dafür bin ich dann doch zu wenig in der Materie. Aber Hansa Rostock ist einfach die Mannschaft, der ich am meisten auf dieser Welt von allen Mannschaften die Daumen drücke. Und ja, deshalb habe ich mich jetzt hier einfach mal für Hansa Rostock entschieden. Beziehungsweise würde auch ganz gerne ein wenig darüber reden, wie hier der HSV abschneiden könnte. Wie das Ganze hier alles mit dem Aufstieg und so aussehen könnte. Beziehungsweise beim HSV geht es eher um die Relegation. Punktetechnisch ist das, glaube ich, noch drin, aber das müsste dann Bremen verlieren und der HSV gewinnen. Ich glaube, das würde noch irgendwie funktionieren. Differenzmäßig. Aber ich glaube nicht, dass Bremen verliert. Sagen wir es mal, legen wir mal so die Karten auf den Tisch. Ich kann mir vorstellen, dass der HSV gewinnt oder unentschieden spielt. Das ist, denke ich, auch noch möglich. Denn für Hansa Rostock geht es zwar nicht mehr um so viel, aber dennoch kann ich mir vorstellen, dass sie einerseits den HSV ärgern wollen, beziehungsweise, dass sie dieses Nordderby, so kann man es ja bezeichnen, einfach für sich entscheiden wollen. Nein, das war nicht so, doch, das war clever. Shit. Nee, das war nicht so ganz das, was ich gerne gehabt hätte. Aber ich muss mich auch erstmal an Hansa Rostock gewöhnen, denn obwohl Hansa Rostock meine Lieblingsmannschaft ist, muss ich sagen, dass ich tatsächlich hier bei diesen neueren FIFA-Spielen so gut wie nie mit Hansa Rostock gespielt habe. In erster Linie haben wir, oder spiele ich ja nur, wenn wir orakeln, und das ist dann Bundesliga, Champions League, Europa League werde ich hiernach noch aufnehmen. Und deshalb ist es eigentlich ganz schön, auch mal mit Hansa Rostock hier zu spielen und die Karten auf den Tisch zu legen und direkt mal zu sagen, nach all der Zeit, ey, Hansa Rostock ist übrigens meine Mannschaft. Die waren ja lange Zeit in der dritten Liga unterwegs, deshalb gab es da auch nichts weiter zu sagen von meiner Seite, weil es war halt nicht wirklich was zu sagen. Ich habe mich sehr gefreut, als sie aufgestiegen sind, beziehungsweise jetzt diese zweite Liga gehalten haben. Ich hoffe sehr, dass sie es auch nächstes Jahr hinbekommen, beziehungsweise vielleicht irgendwann mal wieder wie in guten alten Zeiten in der ersten Liga spielen, denn da gehören sie irgendwie hin. Gerade wenn man sich das Stadion und die Fankultur und so ansieht, beziehungsweise die Fankultur ist ja manchmal auch ein bisschen schwierig, ne? Gerade wenn es so in solche Spiele geht wie gegen St. Pauli oder vielleicht auch den HSV oder Dresden oder sowas, aber da halte ich mich raus. Ich will damit nicht wirklich was zu tun haben. Für mich geht es tatsächlich in erster Linie um Fußball und ich muss sagen, gerade diese Saison hat Hansa Rostock wirklich endlich mal wieder gezeigt, dass man auch guten Fußball spielen kann. Natürlich hatten sie hier und da ein paar Aussetzer, ne? Das gehört einfach irgendwie auch zu Hansa Rostock dazu. Komm, bleib dran. Oh, da hat er das Ding gehalten. Ja, aber kommen wir mal nochmal genauer zum Spiel. Am ehesten könnte ich mir vorstellen, dass Hansa Rostock vielleicht 2-1 verliert. Na, ansonsten, wenn sie gut drauf sind, wird das vielleicht sogar ein Unentschieden. Oder wenn sie richtig einen Lauf haben, dann wird das vielleicht ein 1-0-Sieg oder so. Aber das ist schon, man merkt schon, das kaufe ich mir schon selber nicht mehr so ganz ab. Ne? Aber trotzdem, wenn hier alles glatt läuft, dann ist vielleicht ein bisschen was möglich, den HSV zu ärgern. Aber betrachten wir es mal aus der Sicht vom HSV, also, oder aus meiner Sicht zum HSV. Ich finde HSV eigentlich ist auch eine ganz coole Mannschaft, so. Oh, das gibt's doch nicht. Hau die Pille da doch jetzt endlich mal rein, ne? Geh doch. Für mich, so betrachtet, wenn ich mir das angucke, Schalke, Bremen, HSV,
alle drei gehören in die Bundesliga. Das ist einfach Fakt. Das ist für mich einfach Fakt. So. Wir haben es ein bisschen vergurkt, indem sie da abgestiegen sind. Also das haben sich alle Mannschaften auch ein bisschen selber zuzuschreiben. Das haben sie ein bisschen auch verdient gehabt. Ich weiß nicht, ob der HSV es so sehr verdient gehabt hat. Ich weiß gar nicht, 3 Jahre oder wie lange haben sie jetzt in der zweiten Liga gespielt? Da bin ich jetzt nicht so sehr in der Materie drin. Ich habe mich ja, wie gesagt, außerhalb von der Bundesliga, beziehungsweise als Hansa Rostock dann dritte Liga gespielt hat, auch für die zweite Liga so gut wie gar nicht interessiert, weil einfach keine relevante Mannschaft für mich am Start war. Hier und da hat man mal ein bisschen reingeguckt, so. Aber deshalb keine Ahnung, ob der HSV es schon vorher verdient gehabt hätte, mal aufzusteigen. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Und man sieht einfach, wie die anderen Spieler diesen Zentimeter schneller sind oder einfach ein bisschen besser sind. Aber trotzdem müssen wir hier mithalten und versuchen natürlich... Oh, der war schön. Versuchen wir natürlich hier das Ganze nochmal ein bisschen in unsere Richtung zu lenken, beziehungsweise dieses 1-0 zu halten. Ja gut, um Aufstieg könnte Darmstadt noch mitspielen und ich glaube sogar St. Pauli auch noch. Ich habe hier nebenbei so ein bisschen die Tabelle auf dem anderen Bildschirm, da muss ich mich manchmal... Oh, nein, nein, oh, was sollte das denn? Wieso halt den doch fest? Den hätte er festhalten müssen. Kolke hält, normalerweise hält Kolke den. Der ist eigentlich krass im Tor, also der ist wirklich guter Torwart. Ich halte sehr viel von dem. Weg mit der Pille. Ja gut, St. Pauli könnte, glaube ich, irgendwie auch noch mitspielen um die Relegation. Zumindest, aber da ist, glaube ich, Tordifferenz einfach utopisch. Also das wird nix. Die sind, glaube ich, raus am ehesten. Darmstadt, glaube ich, wird nicht diesen Sieg holen, beziehungsweise gleichzeitig... Das wird von der Konstellation... Oh, shit. Ey, der Torwart hält aber gut hier von HSV, muss ich sagen. Ja, worauf ich nochmal hinaus wollte, ist, ich glaube, diese Konstellation wird es nicht geben, dass der HSV verliert und gleichzeitig, beziehungsweise ein Unentschieden würde ja auch funktionieren, und gleichzeitig Darmstadt gewinnt. Ich glaube, das wird irgendwie nicht passen. Entweder Darmstadt wird patzen oder der HSV wird halt das Ding gewinnen. So, eins von den beiden wird auf jeden Fall oh nee, ne? Boah, ich wollte ihm sagen, ist das jetzt ein Elfmeter, weil wir ihn da so halbwegs so ein bisschen geblockt haben. Also das war ja wohl nix. Ah, gut. Ja, und Bremen und Schalke, die machen das, glaube ich, unter sich aus, wer da Erster wird. Ich denke mal, Schalke wird sich das nicht mehr nehmen lassen. Die werden Zweitligameister, nennen wir es mal. Und damit ist der Sack auch zu. So, die sind halt wieder oben mit dabei. In der ersten Liga, Greuther Fürth und Bielefeld sind, glaube ich, abgestiegen, ne? Ich glaube, das ist safe. Beziehungsweise, aus eurer Sicht betrachtet, war das ja gestern schon alles. Greuther Fürth ist sowieso schon weg, das ist klar. Bielefeld, glaube ich, auch, ne? Und Relegation wird Stuttgart spielen. Irgendwie so, glaube ich, ist die Konstellation da. Und, nein, verdammt, verdammt, verdammt. Die sind einfach diesen Meter schneller. Na, halt, ja, komm. Ey, komm. Das ist mies gewesen. Das ist richtig mies gewesen. Das, und davon war nix abseits und das war richtig mies. Da kann der Torwart auch nichts mehr machen. Also das war schon echt crazy mies, wie da der Ball immer so abgeprallt ist, dass da einer von denen stand. Aber gut, unentschieden ist auch ein Ergebnis, was realistischer ist, als dass wir hier 1-0 gewinnen. Aber ein von 10 Spielen, so wird Hansa Rostock dann auch mal gegen den HSV gewinnen können. Aber eben nicht dieses hier. Also nicht dieses, was ich jetzt hier orakel, ne? Mehr wissen wir morgen. Ich werde mir das Spiel auch reinziehen. Ich habe da irgendwie richtig hart Bock drauf. Ich bin da wieder so ein bisschen im Hype drin. Das kann sehr geil werden. Ich hoffe wirklich sehr, dass es ein bisschen was ja, an Action mit sich bringt und nicht einfach nur so ein vor sich hingedümpel ist. Viel mehr habe ich zu dem Ganzen eigentlich gar nicht so zu sagen. Wie gesagt... Knapper Sieg, am ehesten vorstellbar. Ja komm, Chippy darüber. Nein. Die laufen alle ein bisschen komisch. Also tatsächlich immer noch im Vergleich, wenn ich die ganzen Mannschaften nehme, die ich hier orakel, so komme ich immer noch am besten klar mit Dortmund. Komm. Oh, diese Flanken, ey. Wo flankt er denn hin? Er kann doch nicht in den Rückraum reinflanken, ey. Was bringt denn das? Wenn er jetzt eine normale Flanke gemacht hätte, dann... Aber gut.
Da merkt man schon wieder, der Ehrgeiz ist wieder da. Ich bin wieder so ein bisschen in der Zone, gerade jetzt zum Ende der Bundesliga. Macht das eigentlich nicht mehr so viel Sinn, aber ein 1-1 halte ich für ein sehr realistisches Ergebnis. Aber mein Tipp ist dann doch eher so leichte Tendenz zum HSV. Aber ich hoffe wirklich auf ein unterhaltsames Spiel und ja, mehr gibt es eigentlich aus meiner Sicht da nicht mehr zu sagen. Drückt beiden Mannschaften die Daumen, ne? Wird vielleicht ein ganz geiles Nordderby. Und vielleicht wird es ja in der nächsten Saison hier und da nochmal ein Zweitliga-Orakel von Hansa Rostock oder eben auch der ein oder anderen Mannschaft geben. Aber am ehesten sind wir natürlich Bundesliga, Champions League und als nächstes wird noch die Europa League kommen und der DFB-Pokal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und bis dahin sag ich einfach mal ciao.